Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Siem Reap, Kambodscha. Wie ihr seht, bin ich mit den Videos immer noch in Kampot unterwegs. Heute zeige ich euch mal, was es so an Streetfood am Tage und in der Nacht gibt. Hier von plattgehauenen Enten, gegrillt natürlich, ist über Pizza und alles Mögliche dranbleiben. Dann nochmal vielen Dank für die positiven Kommentare. Das Videomaterial aus Kampot wird langsam weniger. Das heißt, ihr werdet mich dann jetzt demnächst bald wieder live vor der Kamera sehen. Hoffe ich, wenn es meiner Stimme wieder besser geht und mir selbst auch. Bin mir nicht ganz sicher, was das für ein Viech ist, was da auf der Stange hängt. Sieht aus wie ein Ochse. Ich glaube nicht, dass das ein Buffalo ist. Dafür ist das Viech zu klein. Oder es ist ein Baby-Buffalo. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nimmt er das Ding ganz schön auseinander. Gegessen habe ich davon nichts. Ja. Ja, hier war ich dann abends nochmal unterwegs und habe Streetfood aufgenommen für euch. Es ist teilweise um den Market, wo die weißen Zelte stehen, und teilweise auch am Dulien, an dem Großen. Also ich bin ganz schön unterwegs gewesen die Nacht und es gibt viel zu sehen. Außer Gäste, wie man sieht. Es ist sehr ruhig, ja.
Ja, die Musik im Hintergrund kommt von einer Hochzeit. Also wenn ich bei so einer Musik heiraten müsste, ich glaube, ich würde mich sofort wieder trennen. Ja, dieser Street Market oder Street Food Market ist um den Dulien herum. Und wie ihr seht, verhungern muss man in Kambodscha auch nicht. Es gibt eigentlich alles, was das Herz begehrt. Ja, eine Pizza für $2.50, ein Hamburger für $1.50. Was will man mehr? Ich denke mal, der Hamburger, da wird wahrscheinlich kein australisches Beef drin sein. Aber wenn das erstmal durchgeminzt ist und gebraten, dann kann man auch das kambodschanische essen. So, jetzt sind wir wieder in Old Town angekommen, also Old Market. Das ist dort, wo die weißen Zelte alle rumstehen, einmal um den ganzen großen Platz herum. Hier bekommt man wirklich auch alles, vom Bratkartoffel bis Spieße, bis, ja, es gibt hier sogar Glühwein. Ja, also da kann man nicht meckern. So, ich halte jetzt erstmal meinen Rand und lasse euch mit dem Video ein bisschen alleine. Genießt die Bilder.
Und ich werde mich dann am Ende des Videos nochmal bei euch melden. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, aber das Video ist ja noch lange nicht zu Ende. Es geht noch ein paar Minuten. Und ja, bis gleich. Ja, das Video endet hier jetzt gleich. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und fandet es interessant, auch mal die Streetfood-Geschichte zu sehen. Also wer Hunger hat, der wird hier auf jeden Fall nicht verhungern. Es ist alles ziemlich günstig. In diesem Sinne, Tschüssikowski, euer Tom, bis zum nächsten Video. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.